Die AfD-Führung will eine neue, parteinahe Stiftung etablieren. Deren Historie führt in das neurechte Milieu und zu amerikanischen Financiers. Die nach dem nationalliberalen Politiker der Weimarer Republik, Gustav Esther Esemann, benannte Körperschaft soll nach dem Willen des AfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland im Januar offiziell zur Parteistiftung bestimmt werden. Eine Gustav Stresemann-Stiftung existiert als eingetragener Verein bereits seit 2011. Gegründet wurde sie von den Jenaer Rechtsanwälten Sascha Giller und Philipp Wolfgang Bayer. Beide engagierten sich im Thüringer Landesvorstand der islamfeindlichen Partei Die Freiheit. Ihre Vision beschrieben sie so: unser Land, den Westen, ja vielleicht sogar die ganze Welt mindestens genauso frei an unsere Kinder zu übergeben, wie wir sie erhalten haben. Vielleicht sogar ein bisschen freier. Für die Mission kooperierten sie mit führenden Vertretern der neuen Rechten. Im Oktober 2012 vertrat der damalige Geschäftsführer Felix Strechtüning, nebenher Mitglied des Bundesvorstands von Die Freiheit, die Stiftung auf der Messe Zwischentag, die von dem neurechten Vordenker Götz Kubitschek veranstaltet wurde. Im November 2013 trat Strechtüning in der Berliner Bibliothek des Konservatismus auf, einer konservativen Denkfabrik der neuen Rechten. Strechtüning referierte zum Thema Menschenrecht Meinungsfreiheit. Wie islamische Akteure unsere Grundrechte bedrohen. Finanziert wurde die Arbeit der Stresemann-Stiftung unter anderem aus den USA. Der amerikanische Think Tank Middle East Forum, der auch andere neurechte Organisationen unterstützt, zahlte Geld an den Jenaer Verein. Das belegen Dokumente, die Zeit online vorliegen. Der Stiftungsverein dankte es dem islamfeindlichen Forum. In seinem Zeit online vorliegenden Jahresbericht 2013 heißt es, die Aktivitäten der Stiftung seien nicht zuletzt möglich wegen des Middle East Forums und dessen Vorsitzenden, dem Historiker Daniel Pipes. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Sie uns zukommen lassen. Das Middle East Forum wurde 1990 von Pipes gegründet. Ziel des Think Tank ist laut seiner Selbstdarstellung, amerikanische Interessen in Nahost zu vertreten und westliche Werte gegen Gefahren aus dem Nahen Osten zu schützen. Seit einigen Jahren pflegt Pipes Kontakte nach Europa. Hier arbeitet er an der Vernetzung der neuen Rechten in Europa mit. Gemeinsam mit dem niederländischen Rechtspopulist Geert Wilders beriet er das dänische Blog Free Press Society. Später zahlte sein Forum die Anwaltskosten von Wilders, als dieser wegen Volksverhetzung angeklagt wurde. Nach Informationen von Zeit Online finanziert Pipes Forum auch das rechte Portal Journalistenwatch, das geschichtsrevisionistische und antisemitische Inhalte veröffentlichte. Pipes Forum verfügt ausweislich diverse Steuerdokumente über ein Budget von jährlich bis zu 5,5 Millionen US-Dollar von Stiftungen wie dem konservativen Donors Capital Fund und dem Abstract Action Fund. Ende November dieses Jahres übernahmen nun Funktionäre der AfD den Verein. Der frühere Geschäftsführer Felix Strechtüning teilte auf seiner Website mit, es sei ein neuer Vorstand gewählt worden, der aus Funktionären der AfD besteht. Seinen Posten habe er aufgegeben.